Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Berlin Lebt 2 Box von Samra und Capital Bra. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Berlin Lebt 2 von Capital Bra und Samra. Das Ganze am 4. Oktober erschienen. Wir haben hier eine würfelförmige Box, mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, also so sieht das aus. Wir haben hier die beiden Herrschaften abgebildet vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Oben links lesen wir Samra, oben rechts Capital Bra. Darunter lesen wir Berlin lebt 2. Hier lesen wir dann auch wieder Berlin lebt 2. Wobei man sagen muss, hier zwischen B und T ist so eine Pulskurve. Also ihr kennt das vielleicht aus solchen Krankenhausfilmen, dass man noch am Leben ist. Berlin lebt. Dann haben wir hier Samra Capital Bra stehen, hier oben wieder Berlin lebt 2, hier wieder die Interpreten und auf der Unterseite sieht das Ganze dann so aus. Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Der Deckel ist abnehmbar. Von innen in weiß. So, wir haben hier als erstes einmal eine Cap. Dann haben wir ein Longsleeve. Das Album an sich, eine Bonus-EP, einen Flyer und ein Poster. So, dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Also wie meistens bei solchen Boxen, in denen eine Kappe drin ist, ist auch hier wieder eine höhere Box, eine würfelförmige Box verwendet worden. So. Die meisten Sachen kommen ohne Folie, aber zwei Sachen sind in Folie. Und zwar einmal das Album und einmal das Longsleeve. So, das werden wir hier mal rausholen. Da ist noch was drin. So. Und dann kommen wir zum Album. Auch dieses eingeschweißt. Gar nicht so einfach hier. So, aber jetzt. Gut, so sieht das Ganze aus. Also das Cover ist ident wie auch schon das Boxcover. Wir erinnern uns, im Jahr 2018, im Juni 2018, soweit ich mich erinnern kann, kam dieses gute Stück hier, Berlin lebt 1, und man sieht auf jeden Fall die Parallelen, also das Brandenburger Tor und auch von der Farbe her sehr, sehr ähnlich. Ja, jetzt ist der Mercedes hier vom Cover verschwunden, dafür hat Samra hier Platz genommen. Wir haben hier ein Super Jewel Case, hier lesen wir auch nochmal die Interpreten plus den Albumtitel. Ebenso hier auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 18 Tracks. Wir haben Features mit dabei von Lea, Santos und Kalash 44. Also drei Features auf diesen 18 Tracks verteilt. Credits und Barcode. Und Capi und Samra wieder am Rauchen. So, dann kommen wir zum Booklet. Wir haben hier einmal die Tracklist plus weitere Aufnahmen der beiden am Rauchen. Ja, also ich glaube, wenn man Szenen oder Bilder von Samra sucht, mit denen er nicht raucht, die sind verdammt selten. Dann weitere Tracks, weitere rauchende Interpreten und zum Abschluss dann hier noch die Credits. Beziehungsweise ja, Fotografie und Design. Mehr ist hier nicht zu sehen. Schade, also hier steht weder, wer die Beats produziert hat, noch irgendwie, wer gemixt oder gemastert hat. Das ist in meinen Augen für ein Booklet eher, ja, etwas mager.
Gut, dann haben wir hier die Album-CD, die sieht so aus. Hier auch wieder die beiden Herren zu sehen. Dann haben wir eine Bonus-EP mit dabei, und zwar kommt diese von Kalash 44. Nix gibt's Belash. Ja, also das heißt so viel wie nix gibt's umsonst. Das Ganze kommt in einer Papierhülle. Hier haben wir einen Arm abgebildet mit diversen Tattoos. Hier haben wir dann noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Und wir haben hier 5 Tracks mit dabei von Kalash 44. Einmal 9mm, der wurde ja schon ausgekoppelt mit Capital Bra, Samra und Brody 030. Und dann noch der Track Wir mit Samra. Ja, ist etwas komisch oder lustig, denn wie gesagt, der Bonus-EP-Titel, nichts gibt's Belash, nichts gibt's umsonst. Ich meine, ich habe natürlich für die Box gezahlt, aber mehr oder weniger gibt's sie jetzt umsonst. Naja, gut. Wir haben hier einmal die CD, so sieht die von der Vorderseite aus und von der Rückseite. Also 5 Tracks gibt es hier zusätzlich zu den 18 obendrauf. Dann haben wir einen Flyer zum Merch. Und dann haben wir hier die Berlin Lebt 2020 Arena Tour. Also hier in diesen Städten könnt ihr die beiden live sehen. So viel dazu. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Dieses Poster ist einseitig bedruckt und im Querformat. Wir haben hier wieder die beiden Herren, wie man sie kennt, in Jogginganzug. Samra hier in Gucci, Capi in Nike. Beide hier auch mit Gucci Cap. Oben rechts lesen wir dann wieder Berlin lebt 2. Und natürlich sind beide auch wieder am Rauchen. Ja, im Querformat und einseitig bedruckt. Dann haben wir mit dabei eine Kappe. Die sieht so aus. In Schwarz, Rot und Weiß gehalten. Also rein von der Farbwahl sehr schön gestaltet. Hier lesen wir einmal Berlin lebt 2. Das ist hier so ganz grob angenäht. So sieht das aus. Dann auf der linken Seite lesen wir Capital Bra X Samra. Hier lesen wir dann wieder den Albumtitel. Wir haben hier so eine Kappe, zwar keine klassische Snapback, aber mit so einem Verschluss hier hinten. Bedeutet, wir können das Ganze dann natürlich hier dann öffnen und dann hier dieses Stoffband entsprechend länger oder kürzer machen und sie dann an den Kopf anpassen. Von innen sieht das Ganze so aus, auch hier wieder schwarz-rot und überall hier die Interpreten zulesen. So, was lesen wir hier? Berlin lebt 2, Capital Bra, Samra. Und wir haben es hier zu tun mit 85% Baumwolle auf dem Oberstoff und der untere Teil, also das Innendrin, 100% Baumwolle. Okay, ja. So sieht das Ganze aus. Kann man auf jeden Fall tragen. Und als letzten Boxinhalt haben wir mit dabei ein Longsleeve. Auf der Vorderseite hier auch wieder die zwei Jungs abgebildet. Wie sollte es anders sein? Auch hier wird wieder mächtig geraucht. Die beiden sind hier in Kleidung von Karl Lagerfeld. Und ansonsten haben wir hier dann wieder den Albumtitel Berlin lebt 2. Es ist wirklich ein Longsleeve, also es ist sehr, sehr dünn, wie so ein langärmeliges Shirt im Endeffekt. Hier dann auch nochmal der Albumtitel in Rot und Weiß aufgenäht. Was spannend ist, sind die Details. Und zwar haben wir hier einmal hier am Hals dann an diesem Bund BLN 2. Dann haben wir hier auf dem rechten Ärmel hier unten auch nochmal BLN 2 aufgestickt plus. Das ist leider gar nicht so leicht, das zu zeigen. Aber wir haben hier dann einmal einen roten Capi-Schriftzug. Und dann haben wir noch den linken Ärmel. Und hier haben wir dann, wie zu erwarten, zeige ich euch natürlich auch noch,
einen roten Samra-Schriftzug und auch wieder hier an beiden Ärmeln jeweils dieses BLN 2. Von der Rückseite ist das Ganze ganz schlicht gehalten, also einfach hier glatt schwarz. Hier gibt es nichts, keine Stick- oder keine Aufdrucke. So, hier lesen wir wieder Berlin lebt 2. Hier genauso. Und womit haben wir es zu tun? Berlin lebt 2, One Size, okay. Ja, Größe war nicht frei wählbar, aber wir haben hier noch eine Sicherheitsnadel, wo hier dieses Marker, dieses Etikett hier angebracht ist. Die werde ich mal hier rausmachen. Aber ich würde natürlich jetzt noch das Material und die Herstellung interessieren. Deswegen schauen wir jetzt noch einmal, ein letztes Mal hier unten rein. Eventuell, jawohl, das sieht gut aus. So, hier lesen wir, Berlin lebt 2 Style Long Sleeve One Size. Major Moves GmbH Germany. Okay. Okay. Ja, das war soweit. Sonst steht hier nichts weiter drauf. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Long Sleeve One Size. Dann haben wir die Berlin Lab 2 Cap. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Dann diesen Flyer hier zum Merch und zu den Tourdaten. Die Bonus-EP von Kalash 44 mit 5 Tracks in der Papphülle. Sowie natürlich das Album an sich im Super Jewel Case mit 18 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Berlin lebt 2 von Capital Bra und Samra. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Capital Bra und Samra unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.